Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schauen wir mal Quickie-Projekt. Das Spiel, was wir uns anschauen werden, ist das da, und zwar The Simpsons Bart vs. The Space Mutants, was ich hier habe in dieser The Dream Team Collection von Ocean Software. Ein Jump'n'Run-Spiel, ich glaube das allererste Simpsons-Spiel, das veröffentlicht worden ist, und jetzt da halte ich die Fresse, weil wir schauen uns jetzt da das Intro an, was ein bisschen länger dauert. Wobei gut, auf der anderen Seite so viel passiert nichts, aber halt eben trotzdem, die Soundeffekte sind nicht schlecht gemacht. Und auch die Stimme. Das Einzige nur beim Bart finde ich, dass die Nase ein bisschen zu lang ist. Also das passt nicht ganz. Wow, man. Die obligatorische Untertasse. UFO. Es ist nicht überliefert, ob das eine Ray-Ban ist oder nicht. Lustigerweise die einzige Marke, die ich kenne, wenn es um Sonnenbrillen geht. Also luxuriöse Sonnenbrillen, eine Ray-Ban. Ja, und die Idee da mit der Sonnenbrille, von wegen, dass mit der Sonnenbrille siehst du, ob das Außerirdische sind oder nicht, ist natürlich geflattert worden vom John Carpenter-Film Sie leben, beziehungsweise They Live, was ja wiederum auf einem Kurzroman basiert. I'm Bart Simpson. Who the hell are you? Ich bin Gero79, who the hell are you? Ja, okay, also da haben wir jetzt das Intro, was lustigerweise ich noch nie gesehen habe. Also ich habe das Spiel damals gehabt, ich habe eine Sicherheitskopie damals davon gehabt. Lustigerweise, meine Sicherheitskopie bestand damals aus einer Diskette, deswegen hätte ich mir auch immer gedacht, dass dieses Spiel nur eine Diskette hat. Nein, hat zwei, weil auf der ersten ist das Intro und auf der zweiten ist das Spiel drauf. Lustigerweise aber, wenn ich die zweite Diskette von dem Ding lade, passiert gar nichts. Also zumindest am Amiga. Ja, was ich jetzt noch erwähnen könnte, also gut, zwei Disketten hat das Spiel. Bis vor kurzem habe ich noch nicht gewusst, dass da ein Intro dabei ist. Ist aber cool gemacht, finde ich halt eben, bis auf das, dass Bart Simpson eine zu große Nase hat. Es unterstützt kein Zweitlaufwerk. Gut, machen wir ganz kurz noch die Einleitung von wegen. Also das Spiel ist 1991 und 1992 veröffentlicht worden, je nachdem für welches System, weil dieses Spiel ist auf sehr vielen Systemen rausgekommen. Amstrad CPC, ZX Spectrum, Sega Game Gear, Sega Master System, Sega Genesis / Mega Drive, C64er, Atari ST, NES, Commodore Amiga und PC-DOS. Also mördermäßig viel. Je nachdem, wo das Spiel rausgekommen ist, ist es entweder gemacht worden von Imagineering oder von Arc Developments, und veröffentlicht worden ist das Spiel halt eben auf den Konsolen von Acclaim Entertainment und am Computer halt eben jeweils von Ocean Software. So, und halt eben alle Varianten sind 1991 rausgekommen, außer die ganzen Sega-Varianten, also Game Gear, Master System und Mega Drive/Genesis, die sind angeblich erst 92 rausgekommen. So, jetzt da mal ganz kurz die zweite Disc reinladen. Wie wir sehen, ich spiele das Ganze auf WinUAE. Das Einzige, was ich nur umgeändert habe, an sich sind es die normalen Amiga 500 Einstellungen, und jedes Mal, wenn ich das sage, ja, ist das Einzige, was ein bisschen erhöht ist, was man meistens aber nicht sieht, ist das, ich habe 1 Megabyte Chip-RAM und 1 Megabyte Slow-RAM, aber das macht die Performance normalerweise nicht besser oder schlechter bei Spielen.
kann vielleicht sein, dass um eine Nuance halt eben schneller lädt, aber selbst das würde ich stark bezweifeln, weil es würde aufs Programm oder aufs Spiel drauf ankommen, weil ich habe in der Vergangenheit so viel mit RAMs herumgedoktert an Amigern, ja, und Versuche gemacht und bla bla bla, und auch wenn es noch so toll war, halt eben bei diesen Prüfstandsprogramm, was man da hat mit den Drystones, und ja, wenn du super toll Drystones rausholst, es gibt fast keine Programme oder Spiele, wo das einen Sinn macht oder die darauf zugreifen, dass die jetzt schneller rennt oder mehr Ressourcen hat, das System. Da musst du dann wirklich schon mit Turbokarte und sowas oder Fast dran von mir aus arbeiten. Gut, aber ist wurscht. Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Was können wir machen? Gut, das Spiel hat 5 Levels. Die Aufgabe besteht darin, also wir halt eben als Bart Simpson, wir sind draufgekommen, dass die Space-Mutanten versuchen, Springfield-schrägstrich die Weltherrschaft an sich zu reißen oder zumindest Springfield mal zu erobern, und wir müssen sie daran hindern. Sie kommen immer mit irgendeiner Maschine daher, die jetzt die Weltherrschaft ermöglichen würde, und brauchen immer eine Zutat, von der brauchen sie aber jede Menge davon, und wir müssen immer schauen, dass wir ihnen diese Zutat verwehren. Je nach Level ist es was anderes. Im ersten Level sind es lauter lila-pinke Gegenstände, die sie in ihre Maschine hauen. Im zweiten Level sind es dann Hüte. Im dritten Level, jetzt muss ich selber schon nachlesen, drittes Level, was haben wir im dritten Level, sind es Ballone. Im vierten Level sind es dann Exit-Zeichen oder Exit-Schilder. Weil im ersten, das könnte ich auch noch sagen, das erste Level ist halt eben die Straße von Springfield. Das zweite Level ist eine Shopping Mall bzw. ein Einkaufszentrum. Wie gesagt, das sind die Hüte. Im dritten Level sind wir im Krustyland Amusement Park. Ja, das sind die Ballone halt eben. Im vierten Level ist es das Naturhistorische Museum. Dort sind es halt eben diese Exit-Schilder. Und das fünfte Level, im fünften Level sind wir dann im AKW, also im Atomkraftwerk von Springfield. Und da sind es Power Rods, also so, ach Gott, wie heißen die gar, die Power Rods? Nicht die Kobaltstäbe, aber irgendwie sowas halt eben, also was Radioaktives auf jeden Fall. Ja. Bis zum fünften Level hast du es immer gleich, das heißt, du hinderst sie dran, musst die ganzen Dinge einsammeln und hast dann am Ende einen Bosskampf mit einem Simpson, also mit einem Charakter aus dem Simpson-Universum. Lustigerweise, also im ersten Level ist der Nelson Manns. Zweites Level, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Er schaut irgendwie aus wie ein Arzt oder irgendwie so. Ich bin selber großer Simpson-Fan, aber ich könnte nicht sagen, welcher Charakter das ist. Weil ich hab mir es damals halt eben angeschaut gehabt, wie es rausgekommen sind. Ich habe daheim alle DVD-Boxen, die es gibt. Jetzt halt eben bin ich umgeschwenkt auf bei Amazon Prime halt eben, dass ich mir dort die Staffeln kaufe, weil die Hunde so langsam sind oder gar nicht mehr die DVD-Boxen da raushauen, whatever. Und ich habe sehr viele gesehen. Ich habe nicht alle gesehen, weil ich bin noch immer dabei. Ich bin jetzt bei der 22. Staffel oder 23. Staffel, weiß ich jetzt noch nicht. Wenn ich dazu komme, schaue ich es mal an, aber halt eben so viel komme ich nicht mehr dazu. Aber ich könnte nicht sagen, wer es ist. Im dritten Level ist dann der... wie heißt der gar? Alter. Das ist das, weil ich die Musik höre. Deswegen, mir fällt nichts ein. Sideshow Bob, genau, das ist im dritten Level. Im vierten Level ist dann der... Er schaut zumindest so aus wie der Dr. Marvin Monroe. Und im fünften Level halt eben, da gibt es keinen Endboss. Ja, das ist einfach so. Und was du auch noch hast, da könnte ich jetzt aber mal reinhupfen und können wir uns das Ganze anschauen, ist das von wegen, dass du kannst da Hilfe holen für den Endboss, wenn du wenn du genügend Kügelchen einsammelst von annektierten Springfield-Bewohnern. Wenn du die Kügelchen einsammelst, hast du unten links dann halt eben von dem jeweiligen Hilfscharakter, den du hast in dem Level, musst du den Namen schreiben, und dann hilft dir dieser Simpson-Charakter, so wie im ersten Level ist die Maggie halt eben. Wenn da der Name vollständig ist, hilft da die Maggie zum Schluss mit dem Endboss. Im zweiten Level ist dann, glaube ich, die Marge, im dritten Level ist die Lisa und im vierten Level ist der Homer. Und im fünften Level
hast es halt eben nicht, du hast doch keinen Endboss, sondern du musst dann die ganzen Dinger finden, diese Power Rods, und musst die dann halt eben im Atomreaktor in einem bestimmten Raum, musst es dann dort reingeben, und den letzten Power Rod hat dann die Maggie bei sich, da musst du dann die Maggie finden und ja. Ja, im Endeffekt von wegen, wir haben drei Leben, also sieht man eh unten, wie gesagt, unten links ist die Maggie. Dann haben wir halt eben unseren Punktestand, wie viele Leben wir haben, eine Zeit läuft ab, eh klar. Unser Goal, wir müssen 24 pinkfarbene oder lilafarbene Gegenstände müssen wir entweder einsammeln, verstecken oder umwandeln oder umfärben in eine andere Farbe. Dann auf der rechten Seite sehen wir zwei Bart-Symbole. Das steht mehr oder weniger für unsere Hitpoints. Soll heißen, wenn du einmal getroffen wirst, verlierst du einen Hitpoint, und beim zweiten Mal bist Meier. Außer du fliegst irgendwo rein in Treibsand, Zement oder sonst irgendwas. Also quasi, wenn du irgendwo runterfliegen würdest, dann bist gleich tot. Dann haben wir halt eben noch unser Menü. Das ist auch sehr komisch gemacht, weil du musst nämlich den Startknopf oder den Feuerknopf musst betätigen und nach unten schalten. Du musst nach unten drücken und dann mit dem Feuerknopf, dann kannst du durch dein Inventar gehen. Du hast halt eben die Sonnenbrille, du hast 10 Münzen hast dabei, du kannst pausieren das Spiel und du kannst exiten, whatever. Ja, mit der Sonnenbrille halt eben, aber ihr kennt das Spiel wahrscheinlich eh, trotzdem erkläre ich es kurz. Wenn der Maxlon vorbeikommt, kannst du mit der Sonnenbrille nachschauen, ob halt eben ein Space-Mutant auf den ihren Kopf ist. Wenn ja, hupf's drauf, dann lassen sie ein Bällchen übrig, und das ist dann der Buchstabe für den Hilfscharakter. Wenn es kein Annektierter ist und du hupfst dem drauf, dann verlierst du einen Hitpoint. Du hast normale Springen, du hast irgendwie super Springen, wenn du mit dem Knopf drauf drückst. Ja, ich probiere das einmal, weil ich versuche, dieses Krusty-Zeichen zu kriegen. Okay, Krusty-Zeichen haben wir. Da haben wir einen Space-Mutanten. Zack, jetzt haben wir einen Buchstaben. Krusty-Zeichen. Entweder gibt es die ein Leben oder sogar mehrere. Nein, das war wieder typisch. Dankeschön, dass ich das nicht zusammenbringe. Steht in der Anleitung drin, es kann sein, dass du mehrere kriegst. So, jetzt haben wir da halt eben so ein Ding. Pinkfarbenes Poster, whatever, das haben wir jetzt umlackiert. So, aber da hinten war ja der Hydrant oder was immer. Nein, das ist kein Hydrant, das ist ein, ich weiß eigentlich gar nicht, was das sein soll. Schaut aus wie so ein Postkastel oder irgendwas. So, da haben wir Moos-Taverne. Da können wir auch gleich einen Prank-Anruf machen, weil das ist schon lieb gemacht, von wegen die Ideen, die es gehabt haben, überhaupt im ersten Level. Ab dem ersten Level hast du es dann eh nicht mehr. Mr. Adobe, hier, ist Mr. Adobe der? Who? Adobe, first initials, I am. I am Adobe. Ändert sich aber auch von Spiel zu Spiel, also ein paar Dinger haben es drinnen. So, jetzt kommt der Mo raus, der müsste rosafarben sein, genau. Haben wir angesprüht. Die Sachen da mal jetzt verdecken. Okay, das war jetzt ein Blödsinn. Ah, warte mal, da ist glaube ich ein extra Item. Ja. Ja, toll, da musst du in die richtige Richtung hupfen. Dankeschön. So, da mal wieder Spraydose. Das ist schön gemacht von wegen, dass du die Spraydose, weil du hast ja rechts die Anzeige für die Spraydose, dass du die zusätzlich kriegst. Nicht so von wegen, ja, ich bin jetzt so weit unten, ich nehme eine neue, die ist voll, aber der Rest, was ich gehabt habe, der verschwindet. So, da haben wir jetzt auch noch was. Dann Münzen. Angeblich, wenn man 15 Münzen hat, kriegt man auch nochmal ein Leben. Sollen wir dazu kriegen? Ah, nein! Okay, was war das jetzt? Ich habe keinen Trainer eingeschaltet, weil die Version hat keinen Trainer, aber das war eigentlich ein normaler Mensch. Sofern man bei den Simpsons von Menschen reden kann. Ja, man kann in gewisse Shops reingehen. Ja, Range kaufen wir uns eins. Den Schlüssel habe ich gehört, der kann nichts. Wenn du den Schlüssel hast, zum Beispiel das Geschäft, was wir da drüben, das Haus, was wir drüben gehabt haben, wenn du den Schlüssel hast, kannst du in das Haus reingehen und du wirst woanders ins Level geworbt. Ist okay, aber brauchen wir nicht. So, mit der Range. Wow. Wie geht denn das gar? So, der Range können wir da den Ding aufdrehen.
Was ich halt immer ein bisschen komisch finde, ist das, wo kann man raufhupfen und wo nicht. Da zum Beispiel aufs Glasl kannst du raufhupfen, dann kannst du da raufhupfen. Das ist ein bisschen komisch gemacht. So. Damit man... Das ist halt eben deppert, da, diese Blumentöpfe. Ja, jetzt haben wir's. Sehr gut. So, die Maggie haben wir jetzt fast. Gut, das war Tool World. Dann hier drinnen brauchen wir eine Cherry Bomb und ein paar Raketen. Machen wir 6, ist ja wurscht. Ja, die Steuerung ist nicht die beste, muss ich echt zugeben. Es ist auch, du slidest immer ganz leicht. Ja, das geht sich nicht aus. Uah, nein! Scheiße. Na, Wahnsinn. Immer wieder zurückgeworfen. Bisschen. Ja, das war vollkommen mein Fehler. Okay, weißt was, ich lasse den weg, weil du musst zum Glück nicht alle Gegenstände, das ist auch noch so mysteriös, aus irgendeinem Grund halt eben steht, ist da ein Ball. Der Ball wandert rüber und du musst dann draufhupfen, damit du oben da diesen Farbkanister erwischt, und das war's nicht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir raufhupfen und dagegen rennen, haben wir den gleichen Effekt. Ich werde das auch wieder lassen. Ich weiß gar nicht, kann man in den Candy Shop gehen? Na, kann man nicht. Da weiß ich zum Beispiel jetzt noch nicht. Weißt du was, wir probieren es aus, wenn man... Na, da muss ich da wieder... Toys and Stuff. Ist ja wurscht. Wir haben ja Zeit. Ich probiere es jetzt auch nicht durchzuspielen oder was. Ich habe das Spiel... ich habe es noch nie durchgespielt. Ich habe es früher mit Trainer halt eben gespielt. Aber habe dann auch im dritten Level habe ich dann die Lust verloren. Toys, ja, da haben wir noch einen Magneten und die Pfeife. Ich weiß gerade nicht, was macht. Bei der Pfeife weiß ich nur durch ein EVGN, dass dann halt eben, dann kommt der Hund dahergerollt. So, da geht nichts. Mal schauen mit... Na, geht auch nicht. So, in Steam können wir, glaube ich, auch nicht rein. Na, können wir auch nicht rein. Au! Jetzt! Schauen wir mal, dass wir ein bisschen was reißen. Na, aber bis ins dritte Level habe ich es immer nur gespielt. Dann habe ich ehrlich gesagt die Lust verloren an dem Spiel. Eben auch am Anfang, ich habe null Ahnung gehabt, was man machen muss. Ah, der Hund kommt trotzdem. Okay. So, das haben wir, das haben wir. Hat da irgendwas? Ah, ne. Schifft mir auch nichts. So, pass auf, da ist der Vogel. Alter, das war Volltreffer! Was willst du denn von mir? So, jetzt müssen wir mit dem Skateboard fahren. Ah, toll. Das ist auch so deppert. Mit dem Knopf kannst du rauf und runter gehen, ja? Dass du die Spur nimmst. Und ich würde gern rauffahren. Aber wenn dann die Hunde kommen oder irgendein Obstacle halt eben, dann auf einmal, ja, geht das. Es ist. Ja. Okay. Sollte mich mehr konzentrieren. Nein, nein! Was habe ich gesagt? Mehr konzentrieren! Und ich muss am Anfang nicht schnell fahren, du musst zum Schluss musst schnell fahren, weil dann halt eben ein Bulli daherkommt. Und den musst out, also den musst davon fahren quasi. Ich glaube jetzt. Ja, da ist er. Toll. Ja, und du musst runterspringen aus irgendeinem Grund, sonst geht's nicht. So, nix.
bin noch nicht voll mit dem Namen Maggie. Alter! Yes, das gibt's ja nicht! Was muss ich treffen? Das O? Also irgendwas hat diese Variante. Ich weiß nicht was, aber... Geh bitte, Alter, ja, der hat mein Haar erwischt, super. Das ist nicht... Ja, okay, das ist auch nicht gut. Ja, da müsste man eigentlich den... Okay, also wir haben verloren. Super. Es ist sehr lieb gemacht, muss ich schon zugeben. Ich muss aber auch zugeben, damals, wie ich es das erste Mal gekriegt habe, ich habe mir viel mehr erwartet. Also ich habe mir irgendwie mehr so in Richtung Super Mario, also Mario Brothers, irgendwie so Super Mario Brothers hätte ich mir vorgestellt, dass das Spiel ist. Und eben am Anfang, wie ich es gespielt habe, auch mit Trainer, ich habe null Ahnung gehabt, was man da machen muss bei dem Spiel. Erst später dann bin ich selber irgendwann drauf gekommen, weil eben ein Ding habe ich nicht gehabt, eine Anleitung. Die verschiedenen Varianten, weil das Spiel ist eigentlich auf jedem System gut gemacht und man kann es gut spielen. Steuerung, glaube ich, ist aber überall so leicht wischiwaschi. Leicht wischiwaschi. Es ist keine katastrophale Steuerung, aber trotzdem kommt es davor, du rutscht überall weg. Also so ein bisschen slipprig, oder rutschig würde ich es mal einfach bezeichnen. So, was macht er dieses Mal? Bist du der? Last Name Pete, oder was? Pidiot. Pit Idiot. Stupid Idiot. Why you little? Chill out. So. Gut, das probiere ich jetzt noch nicht. Zack, wir holen uns das. Was ich auch nicht verstehe, normalerweise... Vielleicht höre ich es auch jetzt noch nicht auf dem Kopfhörer, aber normalerweise hörst du so ein I, wenn du die Dinger da erwischt. Ja, das war klar. Dass das verhauen. Apropos verhauen. So, das ist Tool World, dann kaufen wir das auch einmal ein. Ich könnte jetzt nämlich nochmal zurückgehen. Könnt nochmal zurückgehen und euch das zeigen, aber irgendwie glaube ich, ist es gescheiter, wenn ich es lasse. Natürlich gehe ich genau in dem Moment. Ach, stupid. Nee, weil ich zeig's euch nicht. Oder zeige ich euch. Ist ja wurscht. Nur, dass es nicht heißt, ich habe was erzählt und das stimmt gar nicht. Weil, wenn ich darauf drücke, passiert da gar nichts. Aber, wenn wir einen Schlüssel nehmen, zack, warpen wir uns hintere halt eben zum Altersheim. Da sind wir jetzt eigentlich am Schluss. Aber, ja, es hilft mir nichts. Jedes Mal, immer beim dritten habe ich keine Konzentration mehr. Weil am gescheitesten ist, du wartest bis oben ist und dann fängst zum Hupfen an, weil es dann immer runtergehen sind. Aber nein, ich bin schon zu alt für solchen I'm too old for this shit. Oder ist wurscht, weißt was, ich hole mal die Ding. Ich weiß nur nicht, für was ich es benutzen soll. Weißt was, das lassen wir alles. So, vielleicht schaffen wir es jetzt. Na, nicht einmal annähernd. Sicher. Na, aber von die verschiedenen Varianten halt. Naja, das ist auch gescheit. Weil ducken können wir uns ja nicht.
Ah, da kann ich auf einmal oben stehen. Kann ich nur noch um Stunden handeln. So, jetzt haben wir es. Ja, jede Variante für sich halt eben ist nicht schlecht gemacht und schaut gut aus und hört sich auch teilweise gut an. Ja. Ah, sehr gut. Wie hole ich das? Gerade einmal wieder, welche auf jeden Fall raussticht, ist nun mal leider die Atari ST-Variante. Weil die Atari ST, Amiga Atari ST und PC ist eigentlich der gleiche Grafikstil oder die Grafik ist ident. Am PC kommt wieder darauf an, welchen Computer du hast aus der damaligen Zeit, ob das Spiel flüssig läuft oder nicht. Am Atari ST aus irgendeinem Grund ruckelt es und rennt wieder langsamer als die Amiga-Variante. Und auf jeden Fall der Sound. Am PC ist er jetzt auch nicht grenzgenial. Also da ist, ich würde überhaupt behaupten, die Amiga-Variante von allen Varianten ist die schönste und auch hört sich am besten an. Aber Atari ST wieder mal, das hört sich so blechern an. Die Musik, also ich weiß nicht, was die da schon wieder verhunzt haben. So, lassen wir das einfach mal weg. Gut, wenn man da jetzt das... Ah, okay. Ja, super. Dafür haben wir jetzt da wieder ins Gras gebissen. NES, C64, alles okay. C64 hast wieder keine Ingame-Musik aus irgendeinem Grund. Was vielleicht sogar dem einen oder anderen gefallen würde, weil jetzt, wenn du die ganze Zeit das Simpson-Gedudel hast, ist vielleicht jetzt auch nicht so cool. So, pass auf, da müssen wir stehen, oder? Das gibt's doch nicht. Ah, und ich drücke immer falsch drauf. Jetzt da. Good job. Ich glaube, da kannst du sogar Gas geben. Zack, geschafft. Normalerweise müsste ich das rot färben. Also was da auf sich hat, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber klar. Wurscht. Hoffentlich. Ja, scheiße. Nein! Diese verfluchte Biene, warum bin ich raufgekupft? Das noch mal ein Dreier-Jump? Geht das? Boah, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft. So, und bei denen müssen wir einen Super-Jump machen. Ich hasse die Viecher. Keine Ahnung, ob man da beim Quick im... Nein, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Das E wollte ich da erwischen. Jo! Und ich glaube, ich habe sie nicht erwischt. So. Jetzt haben wir eine Rakete noch. Wenigstens das haben wir geschafft. 4 würden mir noch fehlen. Wir sollten die zusammenbringen. Toll. Ich glaube nämlich, da hinten gibt es gar nichts mehr. Was denn, die heißt gar nicht Megigi? Ja, und wir kommen nicht aus dem Level raus, weil uns fehlen 4 Sachen. Ja, ja. Gut, da hilft mir jetzt der Schlüssel. Habe ich den überhaupt noch? Ne, ja doch, habe ich noch. Dass ich zurückgehen kann. Also dafür ist der Schlüssel gut.
Nein. Toll. Sind wir bei der Moos-Taverne? Wieso das? Da ist eh nix. Toolworld brauchen wir nicht, da müssen wir nochmal reingehen. Ja, da können wir noch schauen, dass wir die Blumentöpfe irgendwie... Ja, wie willst du denn machen, Alter? Den können wir noch machen. Nein! Geht man, glaube ich, dann langsam sicher die Zeit aus. Wobei, nein, ist jetzt nicht so tragisch. Und ich hätte eigentlich zurückgehen können, ich Depp. Dann hätte ich das Ganze nicht nochmal machen müssen. Das ist jetzt das, wo wir Gas geben können. Die kleben nicht fest, das ist gut. Vielleicht muss ich es auch da machen. Okay, dann muss es auf einmal da machen. Ja. Klar. Das ist schon rot. Ich möchte ehrlich gesagt nur einmal ins letzte, also zum Endboss kommen, dass ich den zeigen kann. Damit wir wenigstens irgendwas zusammengebracht haben und dass ich euch irgendwas zeigen kann. Es ist überhaupt doch, es hat ja wirklich extrem viele Simpsons-Spiele gegeben. Ja, und da hilft mir jetzt halt eben die... Oh, okay. Ja, mördermäßig, ich habe jetzt den Endboss gezeigt, bin gleich da erschlagen worden oder halt eben gesteinigt worden von Nelson Manns. Wurscht, lass mal's liegen. Ich bin nicht so gut da drinnen, ich bin auch, also das ist mir auch wurscht, dass ich jetzt da nicht so tolle bin. Es hat ja viele Simpsons-Spiele gegeben, ein paar habe ich gespielt, also Simpsons, Bart vs. the Space Mutants habe ich gespielt, Krusty's Funhouse, glaube ich, hat das geheißen, Simpsons Hit and Run habe ich gespielt. Ich glaube, einmal habe ich den Arcade-Automaten gespielt, aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher und ich weiß nicht, ob es da nicht noch ein Spiel gegeben hat auf der Xbox und sowas, eben neben dem Hit and Run, wo ich jetzt auch noch ein Simpsons-Spiel gespielt habe. Aber Hit and Run war cool. Hit and Run war cool, weil es halt eben eine Open World war und sowas. Das habe ich aber auch nur kurzzeitig gespielt, eben weil es so Open World gewesen ist, weil ich so erschlagen worden bin von dem, was möglich war in dem Spiel. Die anderen Sachen, was ich gespielt habe, also gerade Krusty's Funhouse, ich habe mich teilweise Nüsse auskannt, was du machen musst, und das ist halt eben wirklich sehr, sehr puzzelmäßig, was ich mich noch erinnern kann, so Geschicklichkeitsgeschichten und eben Puzzle-Dinger, die sammeln, dort hingeben und keine Ahnung was. Deswegen, das hat mich auch nie so gereizt und Simpsons, würde ich mal behaupten, ist auch wieder so ein Franchise, wo, ja, ich will jetzt nicht 100% sagen, dass das meiste Grütze ist, aber wo, glaube ich, halt eben viel einfach nur, wo sie geschaut haben, hey, vermarkten, ob das Spiel wirklich was taugt. Sicherlich, Geschmäcker sind verschieden, weiß ich auch, aber hey, Paul Walker hat da mitgemacht. Das wird aber nicht der Paul Walker gewesen sein. Das glaube ich jetzt nicht. Nee, aber im Großen und Ganzen, es ist okay, wenn man sowas mag. Ich finde es halt eben auch sehr schwer, das Spiel.
gerade mit solchen Jump-Sequenzen und Timing und sowas bin ich jetzt, da kannst du mich jauchen damit, halt eben, wie man so schön sagt, oder ja. Na, aber wie gesagt, von den ganzen Varianten, was ich gesehen habe, was ich noch erwähnen kann, ist, die Sega hat dem ganzen Spiel noch einen eigenen, mehr cartoonisch Look gegeben. Also ich finde gerade die Sega-Titel schauen mehr aus wie die Serie, als jetzt zum Beispiel am Amiga, wo es halbwegs schön auch ist. Aber das hat mehr so einen 3D-Look, finde ich, am Amiga. Das hat so, schaut nicht ganz so nach der Serie aus. Wie gesagt, am Game Gear, Master System und Mega Drive oder Genesis hast das wirklich mehr cartoonisch. Ansonsten würde ich es jetzt einmal so stehen lassen, weil ich kann euch nicht allzu viel mehr darüber erzählen und ich will es jetzt gar nicht nochmal ausprobieren, weil mir reicht es jetzt schon wieder und jetzt großartig mit einer Trainer-Version anfangen und Level skippen, weil es ist auch lustig, der Vorbesitzer von dem Spiel hat sogar nämlich ein Code reingehaut und zwar, was steht da? Beim Title Screen, also da sollte ich jetzt eingeben, oh Gott, Kawabanga, weil dann kriege ich unendlich Leben. Oder Eat My Shorts und dann kann ich die Level skippen. Toll. Ja, wer will, kann das daheim ausprobieren. Ist mir wurscht. Ich werde es jetzt noch nicht machen. Ich hoffe, ich habe euch das Spiel ein bisschen näher bringen können. Ich hoffe, es war unterhaltsam auf jeden Fall für euch. Informativ, ja, wer weiß. Und ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleibt tschüss und... Papa.